Und dann könnte man natürlich, berechtigterweise diskutieren, und Helsbach tut das in einem Text, den Sie auch im Moodle-Kurs finden können, auf den ich Sie hier hinweisen möchte, inwiefern wir als Pädagoginnen und Pädagogen, wenn Sozialisation so mächtig ist, ja, inwiefern wir als Pädagoginnen und Pädagogen überhaupt darauf noch einwirken können. Ja? Also welche Macht haben wir eigentlich, wenn Sozialisation so mächtig ist? Und da sagt Helsbach, ein Pädagoge verkündet in seiner Antrittsrede, dass die geplante Erziehung gegenüber der Gesellschaft keine Wirkung entfalten könne, die daraus resultierende Abdankung des Pädagogen mündet in einer Abschiedsrede, in der er die Möglichkeiten der pädagogischen Gestaltung hervorhebt. Also, verrückt erstmal, ja. Er sagt, wir können eigentlich nichts tun, weil Sozialisation übermächtig ist, aber gleichzeitig unterstreicht er die Möglichkeiten der pädagogischen Gestaltung. Ja, was können wir tun? Das ist die Frage, und das können Sie durchaus noch mal diskutieren. Was wir tun können, ist Umwelt beeinflussen. Beispielsweise. Umwelt bereitstellen, Impulse bereitstellen. Es gibt aber auch noch, ich überspringe das mal, Sie gucken sich das gleich an, wenn Sie wollen. Ich überspringe das mal. Also die Umwelt, es gibt aber auch noch andere Umwelteinflüsse, die wirken, ohne dass wir das beeinflussen können. Nämlich, und damit sind wir beim Thema, zur materiellen und zur sozialen Umwelt gehören natürlich auch diese Dinge, die uns alle, Folie könnte man mehr oder weniger jedes Semester anpassen, vieles von denen kennen Sie wahrscheinlich nicht mehr, vieles von denen kennen Sie vielleicht noch nicht oder ich noch nicht, aber Medien, und das will ich damit sagen, beeinflussen natürlich auch, also sind in dem Moment auch eine materielle Umwelt und bieten, jetzt gerade meine ich im Wesentlichen die sozialen Medien, bieten uns Plattformen für Impulse von anderen, die wiederum in Persönlichkeitsentwicklung, in Gesellschaftsentwicklung wirksam werden. Wie diese Medien die Gesellschaft verändern, das erzähle ich Ihnen in der nächsten.